Christiane, was gibt es von Bonex auf der Boot 2011 denn Neues bei euch? Wir haben unsere Produktepalette nochmal erweitert um den Langläufer Discovery RS. Er verfügt über die gleichen Vorzüge des Reverence RS und hat eine Laufleistung von über 5 Stunden. Konkret wiegt er 25 Kilogramm und erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 82 Meter pro Minute. Hört sich sehr gut an. Und wie schaut es bei speziellen Anbauten aus? Wir haben die Möglichkeit, unterschiedliche Komponenten am Systemgriff zu montieren. Wir haben hier einmal eine Pilotlampe. Alternativ kann man natürlich auch eine Navigationseinheit anbringen. Und für wen ist das alles geeignet? Der Scooter ist geeignet für sportbegeisterte Taucher, genauso wie für Techies und für Explorer. Wie und wo kommen denn die Bonex Scooter zum Einsatz? Wir haben dieses Jahr etwas ganz Besonderes dabei. Das ist das Gerät von Rick Stanton. Rick Stanton ist ein englischer Höhlenforscher, der zusammen mit seinem Team in der Pozo Azul in Spanien letztes Jahr den neuen Weltrekord im Höhlentauchen aufgestellt hat. Mit diesem Gerät ist er getaucht im letzten Siphon und hat die gesamte neue Strecke von 3 Kilometer einfach verleimt. Sollte ein Gegenstand in den Propeller eingebracht werden oder eine Leine sich darin verheddern, kann man den Scooter oder schaltet sich der Scooter automatisch ab. So wie jetzt. Jetzt können wir gefahrlos in den Propeller greifen und den Gegenstand entfernen, den Propeller herunternehmen und die Leine zum Beispiel herausnehmen und dann wieder anschließend ganz leicht unter Wasser wieder den Propeller anschrauben und dann den Scooter wieder resetten und die Fahrt fortsetzen. Ein Runaway, in dem ein Scooter unkontrolliert ist, gibt es bei einem Bonex nicht.